Scheiße. Es geht! Oh! Ja, Bro! Willkommen zu meiner Roomtour, Mann! Was geht? Warum kommst du von draußen? Ist das nicht deine Roomtour? So, Leute, das hier ist unser Penthouse. Und was heißt unser Penthouse? Mir gehört das Penthouse, Kai und jo. Mirko. Wir teilen uns dieses Penthouse hier, was wir uns geholt haben, zu dritt. Teilen das untereinander auf. Und ich werde es heute mal in diesem Video zeigen. Die Eingangstür habt ihr schon gesehen. Hier ist Narnia. Das ist unsere Rumpelkiste. Da kommt einfach unser ganzer Müll rein und verschwindet einfach magisch da drin wieder weg. Man weiß nicht, wo es ist. Narnia ist und bleibt ein Rätsel, Freunde. Warte, kann man reingehen? Versuch mal reinzugehen, vielleicht ist er offen. Es geht nicht. Manchmal geht es. Manchmal ist Narnia offen, manchmal zu. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Freunde, ich zeige euch jetzt mal direkt das Highlight unseres Penthouses. Und zwar die Aussicht. Komm. Oh mein Gott, hier, schaut es euch an, mitten in Berlin, Mitte am Potsdamer Platz, oh mein Gott, das ist die absolut krasseste Aussicht, die man, glaube ich, in Berlin haben kann, und uns gehört einfach diese Wohnung, oh mein Gott, zu krank einfach, dass wir uns diesen Traum erfüllt haben. Zeigt mir doch einen YouTuber, der eine krasse Wohnung als wir hat. Krasseste Wohnung in Berlin. Irgend so ein irrelevanter YouTuber hat letztens in einem Video gesagt, dass ich mir mein Penthouse mit 50 anderen YouTubern teilen würde. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, irgendwie mit irgendwas mit Just irgendwas. Wahrscheinlich weiß ich den Namen nicht mehr. Wo teilen wir uns diese Wohnung hier mit 50 anderen YouTubern, Mann? Naja, egal. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Gästetoilette von uns. Hier, direkt hinter dir. Und zwar ganz süß. Hier ein kleines Waschbecken. Hier neben hier ist jetzt die Toilette, ganz normal. Fährmal rum, zack, okay. Das war auf jeden Fall jetzt unser Flur und jetzt kommen wir in unser Wohnzimmer. Hier seht ihr schon unsere wunderschöne Couch, die wir selbst aufgebaut haben und hier hochgebracht haben. Normal sind das ja ganze Stücke, die man einfach aneinander macht, aber wir mussten alles selbst zusammenschrauben. Wirklich jede Holzplatte, jede Lehne, alles hier. Das ist auf jeden Fall unsere Couch. Ach, gemütlich. Das ist unser Tisch. Ihr seht, wir haben hier so unendlich viel Platz einfach. Da hinten ist direkt unsere Küche und Esstisch. Was ist mit dem Tisch passiert? Was? Was ist mit dem Tisch passiert? Was? Oh mein Gott. Kai, weißt du, was mit dem Tisch passiert ist? Zeig mal. Es ist einfach abgebrochen. Was? Es ist abgebrochen? Ja, Mann. Welches Monster hat das getan? Was war das? Ach, egal. Tritt nochmal rauf. Ja, Mann. Hier ist unser anderer Tisch. Eigentlich hatten wir zwei, aber einer ist kaputt. Gestern kaputt gegangen. Oh! Nono! Das ist unser Staubsauger Nono. Der leistet immer sehr gute Arbeit. In so einem großen Penthouse ist es fast unmöglich, alles sauber zu halten, ohne eine Putzfrau zu haben. Aber wir schaffen das trotzdem auch so. Es ist unglaublich anstrengend jeden Tag. Hier drüben ist unsere Nacho-Maschine. Mikrowelle, Ofen, Herd. Hier wurde sich Frühstück gemacht und nicht aufgeräumt. Hier ist unser Kühlschrank-Klo. Das ist ein ganz normaler Kühlschrank. Falls ihr euch fragt, was das hier ist, das ist ein Fahrrad. Ist jetzt nicht in Kooperation mit irgendeiner Firma. Keine Ahnung. Hey, warum ist da eigentlich so ein Schlauch? Ach so, das ist unser Schlauch, der zu den Pools aufs Dach führt. Wir füllen nämlich alle 6 Pools, die wir haben, auf oben. Dazu kommen wir aber gleich. Komm jetzt erstmal hier in meinen Gang rein. Hier ist so mein Zimmer, mein Bereich. Komm rein, Bro. Das ist mein Zimmer, Freunde. Richtiges Kinderzimmer. Ich schwöre. Hier wird gerade noch geschnitten. Ich schneide das Video für heute. Jimmy, Bro. Benji, Bro. Benji, Bro. Ja, Mann. Da ist meine Playstation, meine Schuhe. Okay, komm. Hier ist die Skaha aus dem letzten Video. Ihr kennt es. Hier liegt sie noch. Leider kaputt. Hier ist mein Schrank. Da sind meine Klamotten drin. Hier auf der anderen Seite auch. Und hier ist mein Schmuckkasten mit meinen ganzen Uhren, meiner Rolli. Oder guck mal hier an, was ich hier noch hab, Bro. Guck sie an. Meine Versace-Kette. Hier sind ein paar andere Goldketten. Hier ist die 100%-Kette, Armband, 2 diese Edelsteuerarmbänder,
noch eine Kette, meine Ringe. Session, Mann. Hier noch ein Armband und jetzt kommen die Iced Out Sachen, Freunde. Ich habe zwei Iced Out Sachen. Einmal diese Kette hier. Hier mein Armband. Alles Iced Out, ihr wisst Bescheid. Sonst hier ist mein Kühlschrank. Auch nicht von irgendeiner Marke oder so. Meine Louis-Tasche kennt ihr auch. Sonst habe ich eigentlich nichts Wichtiges mehr in meinem Zimmer. Mein Mac. Und ja. Komm, wir gehen mal jetzt in dein Zimmer, Kai. Willst du nicht dein Badezimmer zeigen? Ach, stimmt. Ja. Das ist mein Badezimmer. Ist jetzt nicht unbedingt aufgeräumt. Nie aufgeräumt, um ehrlich zu sein. Ganz normale Dusche hier. Und jetzt kommen wir zu deinem Bereich, Bro. Komm, ab in Kais Zimmer. Da kommt auch der Schlauch. Oh, oh. Oh, der ist in deinem Bad angeschlossen, oh, Bro. Oh. Hier ein paar freshe Sneaks. Zeig dir mal, die sind richtig fresh, Mann. Habt ihr euch diese Schuhe an, diese Air Force. Von Supreme und Nike. Geil, Mann. Hier ist Kais Bad. Auch stabil. Er hat eine Badewanne. Und jetzt kommt Kais Zimmer. Schaut sich an. Mit dieser bombastischen Aussicht, oh mein Gott. Hast du nicht aufgeräumt, Freundchen? Entschuldigung, können wir das mal wieder mal hier zeigen? Ich zeig euch jetzt mal Kais Aussicht. Ist ähnlich wie meine, aber mit Panoramablick. Oh. Hallo Berlin! Irgendwie reagiert keiner. Ein Megafon. Ja! Das ist mein Megafon. Ja! Ab geht's, komm! Wir müssen noch die Dachterrasse zeigen und noch Mirkos Zimmer. Komm mit, Bro. Wir gehen mal direkt jetzt erstmal noch zu Mirkos Zimmer und dann kommt zum Schluss die Dachterrasse von uns. Waschraum. Mirkos Badezimmer. Auch wie meins. Ist ein normales Badezimmer. Normal, auch mit Dusche nur. Hier ist Mirkos Zimmer. Auch mit Panoramablick zur anderen Seite hin. Und schreibt mal jetzt in die Kommentare, welche Seite findet ihr schöner? Findet ihr diese Aussicht schöner oder die andere? Die ist auch auf jeden Fall fresh zu dem Bundesrat hier direkt. Ist ganz der Hauptstraße. Hier hat sich Mirko seine Taschen aufgehangen. Oh, seine Versace. Okay. Mirko ist ganz viele Schuhe. Er hat so viele. Nicho, ja. Okay. Und jetzt, Bro, kommen wir zur Dachterrasse. Oh mein Gott. Ich freue mich, euch das zu zeigen. Komm. Das Highlight von der Wohnung. Ich schwöre, es ist das absolute Highlight. Komm, let's go. Ab geht's hoch. Oh, wer ist denn da? Was geht, Bro? Was geht ab? Hier, unsere Pools sind schon alle aufgefüllt. Schaut's euch an. Zack, 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 zack. Die Pools. Krass, Mann. Nein, ist weg. Es geht nicht! Oh! Was? Yeah. Hast du nicht gemacht? Ich war eben, Mann. Ich hab dein Handy vorher rausgenommen. Das Like dafür da, Leute. Like dafür, dass ich Dennis in den Pool geworfen hab. Hier, dein Handy, Bro. Ich muss ganz schnell zufällig... Das kann ich auch nicht nehmen. Ich muss ganz schnell zufällig nach unten. Hau rein, Dennis, Bro. Das Wasser ist auf jeden Fall angenehm, Freunde. Hier, schaut euch die Aussicht an. Zu krass. Dachterrasse ist auch auf jeden Fall richtig groß. Ja, Mann. Unsere Wohnung hat fast 400 Quadratmeter. Größer als manche Häuser, ich schwöre. Hier sind unsere zwei Palmen, unser DJ-Pult. Ab und zu werden hier ein paar freshe Partys geschmissen. Was? Fair, nichts sagen. Ich zeig euch mal, wie das Ganze hier, wenn man am Rand steht, aussieht. Vor allem bei Nacht ist es wunderschön hier. Alles leuchtet hier. Deutsche Bahnturm, Sony Center, alles leuchtet in verschiedenen Farben. Da hinten ist der Bundestag, da der Fernsehturm. Jetzt mal ohne Spaß, Freunde. Diese Wohnung ist die heftigste überhaupt. Oder sagt mir eine Person, die eine krassere Wohnung hat als wir. Ich weiß, viele fragen sich jetzt, wie könnt ihr euch so eine Wohnung leisten? Ihr wollt bestimmt alle den Preis wissen. Wir haben sie nicht gekauft. Wenn man diese Wohnung kaufen wollen würde, würde sie 5,8 Millionen kosten. Aber wir sind nur zur Miete hier. Aber trotzdem bezahlen wir in einem fünfstelligen Bereich im Monat Miete für diese Wohnung, Penthouse. Ich sonne mich jetzt hier ein bisschen noch auf meinem Dach. Genießt die Sonne, genießt das Wetter. Das solltet ihr nämlich auch tun. Das plätschert eigentlich im Hintergrund da. Das ist der Pool, Bro. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video, Freunde. Haut rein, euer Dennis Bro. Ciao.